Mein Name ist Udo Passmeier. Ich bin Vorsitzender des FDW-Stadtverbandes in Nürnberg. Heiße Sie, also unsere Gäste, recht herzlich willkommen. Recht herzlich willkommen heiße ich natürlich auch den Spitzenkandidaten der FDW, Rainer Brügerle. Dann haben wir auch, um die Laudatio nicht allzu lang zu machen, aber einer der wichtigsten Männer der Stadt Leonberg ist da, unser erster Bürgermeister, Dr. Ulrich von der Heidt, den habe ich gesehen. Und ich möchte natürlich den einen oder anderen Stadtrat begrüßen. Auch einer, der nicht in der FDP ist, vielleicht noch nicht, aber er ist unser Gastgeber heute. Der Herr Dr. Pfeiffer, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sind. Wir haben am Anschluss sicherlich noch das eine oder andere Möglichkeit zum Gespräch, auch wenn jemand der Klavier will, der Herr Dr. Pfeiffer ist nicht da. Ich freue mich sehr, vor allem auch deshalb, gestern hatten wir unsere Bundesjustizministerin hier, die Frau Leuthard-Schnarrenberger, die war im Seehaus mit uns, im kleinen Kreise. Es war sehr schön. Heute haben wir den Spitzenkandidaten da. Mich persönlich freut es deshalb. Es gibt ein Zitat von Herrn Brüderle. Er sagte einmal: Eines kann nicht sein. Zu den Konzernen in Schieflage kommt Frau Merkel. Zu den Mittelständlern in Not der Gerichtsvollzieher. Ebenso hat mir gefallen: Wir tun nach der Wahl das, was wir vor der Wahl versprochen haben. Und das ist neu in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn der eine oder andere vielleicht noch etwas Bauchweh hat, am 22. sein Kreuz bei der FDP zu machen, ich verspreche Ihnen, wenn Sie es woanders machen, gibt es Kopfschmerzen. Deshalb bitte ich Sie auch schon heute, am 22.09. für uns, für unsere FDP, für Florian Tonka zu stimmen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei den Reden. Es kommt gleich der Herr Dr. Tonka, dann der Herr Brüderle. Wir haben im Anschluss dann noch Zeit, die eine oder andere Frage zu stellen. Und dann im Anschluss gibt es auch noch etwas weniger Wurst. Viel Spaß, danke schön, dass Sie da sind.